Veranstaltung war ein Riesenerfolg. 7000 Jugendliche waren unserer Einladung in die Berliner Waldbühne gefolgt. Mit unserem Konzert weckten wir die Waldbühne aus ihrem jahrelangen Dornröschenschlaf. Ich glaube, es waren 7 Jahre in der Zahl. Zuletzt waren die Rolling Stones in dem Amphitheater aufgetreten und die Fans der Stones richtig eingeheizt, zerlegten während des Open-Air-Konzerts das ganze Gelände. Es war verwüstet. Kein Veranstalter wollte mehr ein Risiko eingehen, in dieses Theater zu gehen, nachdem es renoviert worden war. Und so feierte die Gemeinde mit den Continental Singers die Auferstehung der Waldbühne. Gänsehaut-Höhepunkt des Abends war das Streichholzfeuerwerk unter den Klängen der energiegeladenen jungen Singers mit ihrem Song »People got to be free«. Menschen müssen frei sein. »People got to be free«. Freiheit, das war die Message des Abends. Und Freiheit ist ein höchstes Gut. Das bestätigt auch der lang anhaltende Applaus. An dem Abend sprach ich über die Möglichkeit, dem Gefängnis der Fehlentscheidungen zu entkommen. Ich sprach damals über die Gefangenschaft der Süchte, ganz besonders der Drogenabhängigkeit. Das war damals 7 Jahre lang meine Tätigkeit gewesen. Heute scheint mir Sorge und Angst epidemische Ausmaße angenommen zu haben. People got to be free. Menschen müssen frei sein. Sie sehnen sich nach Freiheit, auch von Angst und Sorge. Circa 700 Jahre vor Christus erblickte ein jüdischer Prophet das Kommen des Messias, des Sohnes Gottes, in diese Welt. Und Jesaja beschrieb dessen Leben, Leiden und Auferstehung ganz genau. Hier ein Auszug seiner Tätigkeitsbeschreibung, frei übertragen. Der Geist des Herrn hat mich bevollmächtigt, den Armen eine gute Nachricht zu bringen. Er hat mich gesandt, den Verzweifelten neuen Mut zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden und den Gefangenen zu verkündigen, ihr seid frei, eure Fesseln sind gelöst. Jesaja 61. 700 Jahre später beginnt Jesus von Nazareth seinen Dienst. Wie es der Gewohnheit entspricht, geht er in die Synagoge. Vom Synagogendiener wird ihm eine Rolle gereicht, die Rolle des Jesaja, und er liest aus dieser Rolle folgenden Text. Der Geist des Herrn hat mich bevollmächtigt, den Armen eine gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehend werden, den Misshandelten Freiheit zu bringen und das Jahr auszurufen, an dem Gott sich gnädig seinem Volk zuwendet. Dann gibt Jesus die Schriftrolle zurück. Jetzt sind alle Augen gespannt auf ihn gerichtet und er spricht diese Worte, unglaubliche Worte. Heute ist dieses Prophetenwort aus meinem Munde gekommen, unter euch in Erfüllung gegangen. Welch eine Wucht liegt in diesen Worten. 700 Jahre vorher war es aus dem Prophetenmund gesprochen worden. Jetzt war einer gekommen, der sagt, heute ist dieses Wort durch mich in Erfüllung gegangen. Wow! Er hätte irgendeinen Text des Propheten Jesaja wählen können, aber wendet sich Menschen mit zerbrochenen Herzen zu. Er wendet sich Gefangenen zu und sagt ihnen, ihr könnt frei werden, ihr sollt frei werden. People got to be free. Es ist klar, dass er nicht davon sprach, alle Gefängnistüren des Landes aufzubrechen oder eine Generalamnestie zu erzwingen. Er sprach von gefangenen Menschen, die an sich frei lebten und doch nicht frei waren. Und er brachte diese mutmachenden Worte, es gibt Hoffnung. Hoffnung für dich,
Denn wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Eines der Hauptprobleme der Menschen in unserer Zeit ist die Sorge. Und Sorge ist ein Schmarotzer, der Leben raubt, Freude zerstört, Lebensqualität vernichtet. Ich habe Menschen kennengelernt, die wagten sich aus Sorge nicht aus dem Haus. Sie wagten nicht, die Tür aufzumachen. Aus Sorge, etwas Schlimmes könnte passieren. Und dieser Tage habe ich etwas Interessantes gelernt. Man lernt nie aus. Nämlich, dass das englische Wort für Sorge, to worry, von dem deutschen Wort würgen kommt. Worry, würgen. Wie zutreffend ist dieses Wortbild? Jesus sagte es, der Dieb kommt, dass er würge, stehle und umbringe. Eine perfekte Beschreibung der Macht, der Sorge, die uns beherrschen kann. In einem Gleichnis spricht Jesus bildhaft davon. Er sagt, ein von mannshohen Disteln überwucherter Boden entspricht den Menschen, die die Botschaft, diese gute Botschaft hören. Aber die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Gier nach den Dingen dieses Lebens ersticken das gute Wort Gottes, sodass das Leben zuletzt unfruchtbar, unerfüllt, unbefriedigend verläuft. Und wie viele Menschen haben auf dem Sterbelager gesagt, ich wünschte, ich könnte alles nochmal ganz anders machen. Mein Leben war pfusch. Sorgen blockieren den Segen. Unser Leben mit Gott ist blockiert. Unser spirituelles Leben wird von Sorgen buchstäblich stranguliert. Unsere Motivation und Lebensfreude welken und vertrocknen. Sorgen können zur Sucht, zur dauernden Gebundenheit werden. Kein Wunder, dass Jesus Sorgen satanischen Ursprungs nennt. Ich meine diese beherrschenden, diese quälenden Sorgen. Was hat Jesus verkündigt? Freiheit für die Gefangenen. Ihre Fesseln sollen gelöst werden. Nun sprechen wir nicht über irgendjemand da draußen. Wir alle, auch hier, sind anfällig für Sorgen. Wir alle brauchen ein sorgenfreieres Leben, eine optimistischere Einstellung zum Leben, nicht wahr? Ich habe ein Vorbild gefunden. Einen freien Gefangenen oder man könnte auch sagen, einen Gefangenen freien. Er sitzt wegen seines Glaubens in einer muffigen römischen Gefängniszelle. Sein Leben ist nicht einfach verlaufen. Obwohl er ein gläubiger Mensch war, macht er Bekanntschaft mit Verfolgung, Verleumdung und Bunker. Wie die Behörden über sein Schicksal entscheiden werden, ist ungewiss. Das Urteil kann auf Freispruch oder auch auf Tod lauten. Paulus lebt ja nicht in einem Rechtsstaat wie wir, der Religionsfreiheit garantiert. Und doch, und das ist das Faszinierende an seiner Persönlichkeit, trotz der schwierigen Umstände seines Lebens ist der Gefangene heiter, seltsam gelöst und voller Zuversicht. Und deshalb ist er geeignet, uns Gottes Therapie zur Befreiung von der Sucht der Sorge glaubhaft nahezubringen. Ich habe den Text gelesen. Freut euch. In dem Herrn alle Wege nochmal betone ich, freut euch. Das ist seine Aussage. Der Rat des erfahrenen Apostels lautet, mach aus deiner Sorgenliste eine Gebetsliste. Wenn du alles vergisst, was ich heute gesagt habe und noch sagen werde, merk dir diesen einen Satz. Mach aus deiner Sorgenliste eine Gebetsliste. Schreibe alles auf, was dich nachts nicht schlafen lässt. Schreibe alles auf, was dir die Lebensfreude raubt. Eins nach dem anderen, schreib es auf. Dinge,
die du nicht ändern kannst. Dinge, für die du nicht verantwortlich zeichnest. Dinge, die außerhalb deiner Kontrolle liegen. Dinge, die dich bedrücken und quälen. Es gibt so viele Dinge, an denen du sowieso nichts ändern kannst. Warum also sich sorgen? In dem Fall ist doch Sorge vollkommen verrückt, wenn ich Dinge nicht verändern kann, wenn ich dafür nicht verantwortlich zeige, wenn sie außerhalb meiner Kontrolle liegen, warum quäle ich mich mit Sorgen? Aber schreib nicht nur die Liste. Wenn du die Liste geschrieben hast, kommt das Entscheidende. Bringe diese Dinge Punkt für Punkt im Gebet zu dem lebendigen Gott. Und sag ihm laut und deutlich, sodass deine eigenen Ohren es hören können, was dich beschäftigt. Nenne es Punkt für Punkt. Sag ihm laut und deutlich, dass du ihm dein Leben anvertraust und mit ihm rechnest. Sag ihm das alles. Sag ihm, was dich quält und dass du bereit bist, es loszulassen. Die Hände zu öffnen und die Lasten abzugeben. Du sagst ihm, du willst kein Gefangener mehr der Sorge sein. Meine amerikanischen Freunde haben ein geflügeltes Wort, das ich sehr liebe. Es entbindet uns nicht unserer Verantwortung, aber es sagt etwas Wesentliches aus. Let go and let God. Lass los und traue Gott etwas zu. Deine Sorgen verändern nichts, außer dass sie dich belasten und vielleicht sogar krank machen. In Thailand habe ich die Geschichte gehört, wie eingeborene Affen fangen. Und die finde ich so gut. Sie zimmern eine Kiste mit einem Loch an der Seite. Dann legen sie eine Kokosnuss in die Kiste. Der Affe naht sich. Er entdeckt die Nuss, schiebt die Hand ins Loch, packt zu, denn er ist sehr begierig, diese Beute zu bekommen, die Nuss herauszuholen. Aber das Loch ist so klein, dass gerade seine Hand durchpasst, aber Hand und Nuss nicht mehr herausgezogen werden können. Er ist ein Gefangener und der Jäger hat leichtes Spiel. Loslassen hätte ihn befreit. Aber weil er krampfhaft etwas festhält, wird er zum Gefangenen. Das spricht Paulus hier an. Er sagt, freu dich doch. Freu dich über die guten Dinge deines Lebens. Entspanne dich. Bete, let go and let God. Und von Gott kommender Friede wird dich erfüllen. Ein Friede, der nicht zu begreifen ist. Paulus sitzt im Gefängnis. Das war kein Vergnügen. Ein römisches Gefängnis entspricht nicht einer deutschen Strafanstalt. Es war kein Vergnügen. Und trotzdem hatte der Mann eine innere Heiterkeit, eine Gelassenheit, ein Vertrauen zu Gott. Es ist faszinierend. Und deswegen schreibt er seinen Freunden, Leute, ich kann das wagen, euch zu sagen. Äußerlich geht es mir nicht gut, meine Umstände sind nicht golden, aber mein Herz ist freudig, weil ich weiß, dass Gott bei mir ist. Ich bin nicht alleine. Und deswegen wagt er, im Imperativ zu sprechen, freu dich doch. Das klingt naiv, nicht wahr? Aber es gilt dennoch. Denn was Paulus hier damit sagt, ist, wähle die Freude. So wie du im Rundfunk einschalten kannst, welchen Sender du hören willst, so kannst du deine Stimme entsprechend regulieren. Du kannst die Freude wählen. Du kannst dich zur Freude entscheiden. Ach, ich umgebe mich gerne mit freudigen Leuten. Ich habe festgestellt, Freude ist ansteckend. Es gibt einen Gottesdienstbesucher, er ist heute Morgen nicht hier, deswegen kann ich über ihn reden. Wenn er da ist und ich in seiner Umgebung bin, sagt er zwei, drei Sätze und ich fange herzlich an zu lachen. Und ich höre erst auf zu lachen, wenn er wieder gegangen ist. Er hat diese Gabe, etwas von Freude weiterzugeben. Warum umgeben wir uns mit Miesmachern? Mit Leuten, die alles runterziehen, alles schlecht machen. Es beeinflusst deine Seele, mit wem du dich umgibst.
Wähle Leute, die dich aufbauen, die stärken, deinen Glauben fördern. Das ist die Gesellschaft, die du brauchst. Lies nicht nur schlechte Nachrichten. Fülle dich nicht stundenlang mit Negativmeldungen. Nimm diese Zeit lieber und lies ein gutes, inspirierendes, förderndes Buch. Es bestimmt deine Seele, den Zustand deiner Seele. Nähre deine Seele mit positiven, motivierenden, inspirierenden Dingen. Ermutige deine Mitmenschen. Lass Lustiges in deinem Leben zu. Und sei nicht so ernst. Das ist selten, dass ich Applaus mit dem Gottesdienst bekomme. Ich merke, ich spreche das richtige Thema an. Eure Umgebung soll zu spüren bekommen, wie gütig ihr seid, schreibt der Apostel Paulus. Menschen um euch herum sollen merken, dass ihr Christen seid. Als Christen solltet ihr die positivsten Menschen sein. Ihr habt Sinn im Leben, ihr habt ein Ziel, eine Ausrichtung, ihr wisst, wie es weitergeht. Ihr habt die letzten Seiten des Buches gelesen. Warum also so verkniffen? Eure Umgebung soll zu spüren bekommen, dass ihr gütige, fröhliche Menschen sind, denn Freude ist heilsam. Ich habe über einen schwer kranken Mann gelesen, der von den Ärzten aufgegeben hat. Das ist eine wahre Geschichte. Nach seinem medizinischen Todesurteil ließ er sich alle Filme von Charlie Chaplin und Company bringen. Er hatte sich gesagt, ich habe froh gelebt als fröhlicher Mensch und als fröhlicher Mensch werde ich sterben. Ich werde nicht depressiv meinen Abschluss hier machen. Täglich saß er im Bett und inhalierte den Humor großer Komiker. Und es ist kein Witz. Nach Wochen ist er geheilt entlassen worden. Er hatte sich gesund gelacht. Schwierigkeiten damit? Oh, sowas darf man aber von der Kanzel nicht verkündigen. Das ist nicht geistlich genug. Machen wir den Faktencheck in der Bibel. Was lesen wir da? Sprüche 15, 13. Ein frohes Herz macht ein fröhliches Angesicht. Aber wenn das Herz bekümmert ist, entfällt jeder Lebensmut. Ich glaube, die Aussage ist sehr deutlich. Oder Sprüche 17, 22, ein fröhliches Herz tut so gut wie Medizin. Aber ein betrübter Geist lässt das Gebein vertrocknen. Das ist sehr deutliche Sprache. In der Umkehr heißt das, ständige Bedrückung, ständige Sorge, ständige Angst machen den Menschen krank. Paulus redet deshalb salopp gesagt, hey, sei doch ein bisschen lockerer, sieh nicht alles so verbissen, halte doch die Zügel etwas lockerer, auch besonders, wenn Teenager im Haus sind. Nimm dich selbst ein wenig zurück, hab doch ein bisschen mehr Gottvertrauen. Vom Sorgen kommt nichts Gutes. Ich habe ein Gedicht gelesen von Helen Mellicott aus Arizona, und sie schrieb Worte, die uns bereichern können. Sie schrieb, ich war traurig wegen meiner Vergangenheit. Ich bereue vieles und ich fürchtete mich vor der Zukunft. Plötzlich hörte ich die Stimme meines Herrn. Helen, mein Name ist Ich Bin. Pause. Sie schreibt, ich wartete. Dann kam diese Stimme wieder. Wenn du in der Vergangenheit mit all deinen Fehlern und Versagen leben willst, ist das zu schwer für dich. Mein Name ist Ich Bin, nicht Ich War. Wenn du in der Zukunft lebst, mit all den damit verbundenen Sorgen und Ängsten, ist das zu schwer für dich. Mein Name ist Ich Bin, nicht Ich werde irgendwann mal sein.
Wenn du aber heute in diesem Augenblick im Vertrauen lebst, ist das nicht zu schwer. Denn ich bin ist mein Name und ich bin da. Das sind die Jesus-Worte. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir vertraut, wird leben, auch wenn er gleich stirbt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Wasser des Lebens. Ich bin da, auch unter schwierigsten Umständen. Mein Name ist, ich bin. Mit solchen Behauptungen Jesu gibt es wirklich nur drei Möglichkeiten. Entweder war der völlig irre, um so etwas zu sagen, oder war der Teufel selbst ein Verführer von Millionen Menschen, die auf ihn reingefallen sind. Oder er war und er ist, was er von sich sagte zu sein, der Sohn des lebendigen Gottes. Es ist intellektuell redlich, sich mit ihm zu beschäftigen, bevor man ein Urteil fällt. Ich habe meine Wahl getroffen und ich bin dabei geblieben. Wir feiern unseren Gottesdienst in einer anglikanischen Kirche hier im Berliner Westend. Und deswegen erzähle ich diese Geschichte. Dieser Tage erreichte mich die eindrucksvolle Nachricht von Justin Welby. Er hat eine steile Karriere hingelegt. Er studierte Rechtswissenschaft und Geschichte am renommierten Eton College und an der Universität von Cambridge. Danach folgte erfolgreiche Tätigkeit 11 Jahre lang in Paris und London als Finanzmanager der Ölkonzerne Elf Aquitaine und Enterprise Oil. Alles ging so glatt. Und dann gab es eine gewaltige Erschütterung in dem bisher so erfolgreichen Leben. Plötzlich verlor aller Wohlstand, aller Konsum, alles Geld der Welt, aller Status seinen Glanz und seine Attraktivität. Ein Verkehrsunfall in Paris löste ein Umdenken, eine Lebenswende ein. Denn beim Unfall im Jahr 1983 war das geliebte 7 Monate alte Töchterchen ums Leben gekommen. Justin Welby fand heraus, was er im Leben bisher hatte, war nicht genug. Es reichte nicht aus, um diesen Schmerz abzudecken. Und er fing an, intensiv zu suchen nach dem Sinn des Lebens. Er suchte Antworten auf die drängenden Fragen des Lebens. Und dann bei einem Alpha-Kurs, einem Grundkurs christlichen Glaubens, wie wir ihn derzeit hier in der Citykirche Berlin durchführen, wurde Justin Welby fündig. Er wurde Christ. Inzwischen haben die Welbys 5 Kinder. Welby studierte Theologie und war bis 2002 Pfarrer an der Grafschaft Warwickshire. Der von Jesus überzeugte Pfarrer führte modern gestaltete Gottesdienste in der anglikanischen Kirche ein und das mit Erfolg. Die Zahl der Kirchenbesucher stieg dramatisch an, vervielfachte sich. Leben erzeugt Leben. 2012 wurde er zum Primas der Anglikaner gewählt und im vergangenen Monat erst als Erzbischof von Canterbury intronisiert. Justin Welby ist heute Oberhaupt der rund 77 Millionen anglikanischen Christen in aller Welt. Eine Tragödie wurde zum Wendepunkt in seinem Leben. Welby fand heraus, Geld, Macht, Ansehen, Status, alles reicht nicht hin, wenn die harten Zeiten ins Leben kommen. Und er fand seinen Weg, er fand die Wahrheit und das Leben in dem einen, der sagte, ich bin das Leben. Und er entschied sich, ihm zu dienen mit Erfolg. Wie Welby
können wir alle entdecken, der Himmel ist nicht leer und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Amen.